Heute wollen wir den Arduino fernsteuern. Das kennst du ja schon, diese Infrarot-Fernbedienungen. Die sind allerdings ja etwas begrenzt. Wir haben schon viele Funktionen, aber eine präzise Steuerung eines Modells lässt sich damit nicht durchführen. Deshalb verwenden wir heute einen besseren Controller. So etwas kennst du vermutlich schon. Das ist ein Game-Controller von einer PlayStation 2. Also das sind Nachbauten, das ist jetzt kein Original. Da haben wir sehr viele Funktionen, das ist mehr oder weniger präzise und kann sehr leicht mit dem Arduino zusammen eingesetzt werden. Es ist allerdings so, dass dieses Protokoll hier, es ist proprietär, also wir benötigen hier den Controller und einen Empfänger. Leider sind das relativ große Teile, aber sie funktionieren zuverlässig und man bekommt sie sehr günstig. Jetzt möchte ich einfach zuerst zeigen, was man damit machen kann. Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben, das ist jetzt schon geladen und auch schon bereit. Dieser Controller hier hat die verschiedensten Funktionen. Ich kann das aktivieren mit der Starttaste. Jetzt hat er gestartet, hat die Verbindung aufgebaut. Hier hört es auf zu blinken. Ich habe hier zwei analoge Controller. Das ist der rechte Controller. Ich bekomme jeweils Werte für die X- und die Y-Achse. Dasselbe hier mit dem linken Controller. Dann haben wir diese verschiedenen Buttons. Start haben wir ja schon gesehen. Dann haben wir noch Select. Hier diese Symbol-Buttons. Und dieser X-Button ist noch etwas speziell. Das habe ich jetzt so programmiert. Wenn ich den drücke, dann wird ein Vibrationsmotor aktiv. Auf diese Art kann man ein Feedback geben auf den Controller. Hier haben wir noch ein Steuerkreuz. Da gehen auch Kombinationen, also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Tasten gleichzeitig drücke, bekomme ich beide. Dann haben wir noch weitere Buttons, das ist hier hinten. Das ist R1, hier unten haben wir R2. Und es gibt auch ein R3, das ist der Joystick, einfach gedrückt. Dasselbe haben wir auch auf dieser Seite, das ist klar. So, jetzt wollen wir aber doch noch einen etwas näheren Blick auf diese Hardware richten. Da sehen wir die Komponenten, die wir haben. Wir sehen hier zwei solche Controller. Die sehen auf den ersten Blick identisch aus. Das sind diese zwei Controller. Es gibt aber kleine Unterschiede. Also ein gut sichtbarer Unterschied ist hier diese Beschriftung. Hier steht Analog, hier Mode. Und hier hinten haben wir hier auf dieser Seite Kontrolllampen. Und bei diesem Controller, man sieht es hier kaum, die Beleuchtung ist nicht ideal, es ist etwas schwierig, weil alles schwarz ist, aber wir den Ein- und Ausschalter. Da gibt es einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden Controllern. Der eine ist etwas leichter als der andere. Und das liegt daran, dass bei einem der Controller der Vibrationsmotor fehlt. Ich habe hier einen solchen einmal auseinandergenommen. Viel ist nicht drin, da ist etwas Elektronik, diese beiden Joysticks und dann eben die ganzen Knöpfe, aber hier kein Motor. Dann haben wir auf der anderen Seite die Empfängermodule. Das sind diese hier mit dem aufgesteckten Adapter. Weil das ließe sich schlecht mit dem Arduino verbinden, deshalb dieser Adapter, der ist wirklich notwendig, sonst muss man da ziemlich basteln. Wenn das Ganze etwas zu groß ist, kann man das hier auch aus dem Gehäuse nehmen. Man könnte jetzt hier abschneiden und dann die Kontakte hier direkt verwenden.
dann wäre das doch etwas kleiner. Auch hier gibt es zwei verschiedene Modelle. Die einen haben zwei LEDs. Hier haben wir nur eine. Aber ich denke, ansonsten sind sie wirklich identisch. Das ist also die ganze Controller-Hardware. Jetzt gehen wir nochmals zum Computer zurück und schauen uns das Testprogramm etwas genauer an. Also sind wir wieder hier. Schauen wir uns doch das Programm etwas an. Beziehungsweise, wie bekommt man überhaupt diese Hardware und wo beziehen wir die notwendige Bibliothek? Da haben wir einmal Lieferanten. Da sucht man am besten nach PS2 Wireless oder PS2 Wireless Remote Control. Da gibt es die verschiedensten Lieferanten. Wie wir gesehen haben, gibt es da ja verschiedene Modelle. Also ich schaue jeweils auf dem Bild, aber das ist natürlich nicht ganz verlässlich, ob jetzt da wirklich Mode oder Analog draufsteht. Wichtig ist einfach, ja, man sieht das hier, wenn man vergrößert, jawohl, das ist einer, der hat auch den Schalter hier, das sollte also der richtige sein. Wichtig ist einfach, dass man hier diese drei Elemente bekommt. Also ich brauche hier die Fernbedienung, also den Controller selbst, dann den Empfänger und das Adaptermodul, damit wir das auch vernünftig mit dem Arduino verbinden können. Es gibt auch solche Varianten, da ist gleich ein Arduino Uno dabei, ein Motorcontroller, Motor- und Servocontroller für 16 Servos und dann das entsprechende Fernsteuerungsmodul und noch etwas Kabel. Das Ganze nützt natürlich erst etwas, wenn wir auch die Software haben. Wenn man etwas sucht, dann wird man früher oder später mal auf diesen Artikel kommen, hier von Bill Porter. Das ist allerdings schon etwas alt. Er hat auch eine Bibliothek geschrieben, die wurde immer etwas weitergereicht, aber man kann sie von GitHub laden. Ich habe es jetzt hier geladen. Das ist diese PS2Xlib. Wenn man hier sieht, das ist immer diese Version 1.8, die ursprünglich von Bill Porter herausgegeben wurde. Die Installation ist ganz einfach. Hier einfach auf Download ZIP gehen, das ZIP-File downloaden, dann hier in der Arduino IDE kann ich Include Library machen und sagen Add ZIP Library, dann das ZIP-File auswählen und schon ist das geladen. Und dann findet man auch hier unter File, Examples, hat man dann hier unten irgendwo dieses PS2X Lib Master. Examples, da gibt es ein Beispiel für den Arduino Uno, eines für den Arduino Mega. Dieses Beispiel ist etwas kompliziert, um zu verstehen, deshalb habe ich das etwas vereinfacht. Wichtig ist hier einfach, dass man hier die korrekten Angaben macht, also wie man den Empfänger mit dem Arduino verbunden hat. Das wird hier überall erklärt, das findet man sehr leicht. Also hier zum Beispiel, ich habe jetzt das hier verwendet und auch dann diese Pins verwendet. Gehen wir doch das noch kurz durch hier, dieses Programm. Ich muss natürlich die Bibliothek einbinden, dann wird eine Instanz des Controllers erzeugt. Hier kann ich noch sagen, ob ich vibrieren möchte und wie stark. 0 bedeutet nicht vibrieren. Dann in Setup, ich gebe ja auf den seriellen Monitor aus, brauche Serial.begin. Da muss ich den Controller konfigurieren. Unter Angaben der Pins, auf dem Empfänger sind diese Pins so angeschrieben, ich kann das direkt verwenden. Dann habe ich hier diese Option Pressures. Das verwende ich nicht. Ich weiß nicht genau, worauf sich das bezieht. Ich vermute hier auf diese Buttons. Da hat man die Möglichkeit noch abzufragen, wie stark die gedrückt sind. Ich habe da aber keine verlässlichen Resultate bekommen, deshalb verwende ich das nicht. Und hier dieses Rumble ist klar. Das ist einfach, ob ich hier diesen Vibrationsmotor verwenden möchte oder nicht. Das gibt einen Fehlercode zurück.
Wenn ich hier 0 bekomme, dann konnte die Verbindung aufgebaut werden und ich kann weitermachen. Wenn ein 1 zurückkommt, dann kann ich nicht kommunizieren und dann ist selbstverständlich der Test nicht möglich. Es kann auch ein weiterer positiver Wert zurückkommen, dann habe ich einfach irgendein Problem mit dem Controller und vermutlich wird dann das nicht funktionieren. Sonst, wenn alles gut ist, also wenn 0 zurückkommt, kann ich abfragen, was für einen Controller hat er gefunden. Wenn dieser unbekannt ist, ist natürlich mein Test auch sinnlos. Richtig wäre ein DualShock-Controller, wenn der gefunden wurde, dann ist das auch richtig. Einen Guitar Hero Controller unterstütze ich hier in diesem Programm nicht, also kann ich damit auch nichts anfangen. Dann hier diese Zeile, die musste ich einfach einfügen. Wenn ich manchmal beim Einschalten meldet er einmal so ziemlich alle Tasten drücke, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und damit kann ich das relativ zuverlässig verhindern. Der eigentliche Test ist hier ganz einfach. Ich muss regelmäßig Read Gamepad aufrufen. Das sollte wirklich regelmäßig erfolgen. Also nicht nur, wenn ich unbedingt etwas von dem Controller will, sondern auch sonst. Und da gebe ich noch mit, ob ich vibrieren lassen möchte oder nicht. Das bleibt immer auf False. Habe ich auch nicht herausgefunden, was das genau soll. Wenn ich hier einen Wert mitgebe, True, dann vibriert er dauernd. Und hier gebe ich die Stärke der Vibration mit. Und 0 bedeutet eben keine Vibration. Dann mache ich den eigentlichen Test und dann noch eine kleine Pause zwischen zwei Testzyklen. Der Test selbst frage ich einfach jeden Button ab. Das sind Konstanten, die in der Bibliothek definiert sind, die sagen, welcher Button das abgefragt werden soll. Und hier gebe ich noch an, was ich rausschreiben möchte. In Shake-Button mache ich pro Button 4 Tests. Ich habe hier dieses PS2-Button, das sagt mir einfach, der ist jetzt gedrückt. Button Pressed bedeutet, es wurde soeben gedrückt. Button Released sagt, ich habe jetzt losgelassen. Und Button State sagt, der Status hat gewechselt. Also wir können das einmal anschauen. Ich lösche das kurz. Mal schauen, ob ich da etwas bekomme. Muss ich zuerst wieder Start drücken, damit die Verbindung aufgebaut wird. Wenn ich jetzt hier drücke, also das ist dieses Dreieck, also jetzt wieder los, da bekomme ich eben Dreieck gedrückt. Dreieck wurde auch geändert. Ich habe ja von nicht gedrückt auf gedrückt gewechselt. Dann bin ich eine Weile drauf geblieben, habe ich diese Dreiecke bekommen. Dann habe ich wieder losgelassen und das war dann natürlich auch wieder eine Änderung und dann ist fertig. Also diese Abfragemöglichkeit habe ich für jeden der Button. Das mache ich hier für alle. Und hier habe ich noch eine Abfrage. Wurde der Kreuzknopf hier, dieser hier, gedrückt? Dann schalte ich die Vibration ein. Wenn ich loslasse, das ist die Abfrage auf Released, dann beende ich die Vibration. Das hier verwende ich nicht, das hätte zu viel unnützen Output in den Monitor gegeben. Das wird jeweils angegeben, wenn irgendeine beliebige Taste geändert wird, also losgelassen oder gedrückt wird. Dann hier kommt noch der Analog-Check. Da wird hier einfach der Analog-Wert des Joysticks genommen, also das ist der linke hier. Die X- und Y-Werte werden zurückgegeben und rausgeschrieben. Dasselbe hier mache ich nochmals für den rechten Joystick. Also du siehst, das ist recht flexibel. Man könnte damit auch sehr komplexe Modelle steuern. Es ist einfach aufgebaut. Der Nachteil ist, dass man recht viele Anschlüsse braucht. Also wäre vielleicht bei einem komplexen Modell ein Arduino Mega gar nicht so eine schlechte Idee. Aber auf jeden Fall bekommst du hier für gut 10 Dollar eine zuverlässige Fernbedienung, die eigentlich alle Wünsche erfüllt, die man so hat. Zu diesem Video gibt es Begleitmaterialien. Diese enthalten zusätzliche Informationen und die besprochenen Source Codes. So kannst du dir das Abtippen sparen.
Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Falls du noch Fragen hast, benutze bitte das Forum. Die Kommentare in YouTube eignen sich nicht für lange Erklärungen. Auf community.hobbyelektroniker.ch findest du einen eigenen Bereich zu diesem Video. Du findest dort aber auch Ankündigungen für kommende Videos. Den Link zur Webseite findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch, hinterlasse einen Kommentar und abonniere den Kanal. Bitte vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Nur so erhältst du eine Meldung, wenn ein neues Video erscheint.